Jo, hallo Leute und willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von Werkstatt TV. Heute ersetzen wir den Pollenfilter bei einem Ford Mondeo MK4. Genauso geht das aber auch beim Kuga, beim S-Max, beim Galaxy und einigen weiteren Ford-Modellen. Pollenfilter gibt es aus Papier oder besser mit Aktivkohle, das kann man ganz gut an der Farbe erkennen. Letztere halten auch schlechte Gerüche und feinere Partikel von euch fern, kosten aber nur einige wenige Euro mehr. Uns ist es das wert, wir verbauen einen Aktivkohlefilter und wie das geht, das seht ihr nach dem Intro. Los geht's!
Jo Leute, das war schon wieder für diese Woche. Einen günstigen Aktivkohlefilter für die hier beschriebenen Modelle haben wir euch natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Solltet ihr wie ich noch den Vorgänger Mondeo fahren, habt ihr Glück, hier ist der Wechsel viel einfacher, wie ihr euch hier links ansehen könnt. Wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr auch gleich den Verdampfer desinfizieren und beugt damit Schimmelbildung vor. Wie das geht, seht ihr hier rechts am Beispiel eines VW Golf Plus. Wer uns jetzt zum ersten Mal sieht, klickt einfach hier oben auf Abo und verpasst keine Folge mehr. Zeigt uns auf jeden Fall mit einem Daumen, wie euch das Video gefallen hat. Lasst uns auch gerne einen Kommentar da. Dann bleibt mir jetzt nur zu sagen, bis nächste Woche Freitag, wie immer 18 Uhr hier auf Werkstatt TV.